So, und wir sind wieder in Till drin, in Stromkap noch und werden jetzt reisen und zwar nach Till drin, nicht nach Till drin, da sind wir ja. Wir wollen natürlich zum Grab, wir wollen endlich das Grab erkunden. Ich hoffe, ja guck mal, da sind, habt ihr gesehen, das ist ein Geist. Aber wir wollen da nicht hin, wir wollen jetzt endlich zum Grab. Ich glaube, wir können hier hoch, da können wir auch zu diesem komischen... Können wir eigentlich auch noch machen. Und da können wir Erz holen und überhaupt und sowieso, was man hier alles machen kann. Wir gehen erstmal zum Trainingsgelände der Bruderschaft und schauen mal, was man da so bleiben kann da drin. Weil wir können ja bei ihm hier... Das kostet alles einen Haufen Geld. Was sind denn Aufwertungen? Da können wir irgendwas aufwerten. Na gut, wir gehen weiter. Ich glaube, hier hinten sind ja auch noch... Ah, das Banditending haben wir ausgeräumt. Das da hinten haben wir auch schon erkundet. Dann holen wir uns schnell das Holz. Und dann gehen wir weiter. Wir wollen zum Grab. Das ist eigentlich unser einzige, was ich möchte. Hier rein. Hallihallo, hier sind wir. Beim Grab. Nee, wir wollten gar nicht direkt rein, wir wollten erstmal hier zu ihm hier. Was hast denn du alles? Du hast ja nur Blödsinn. Auch keiner. So, jeder soll ja eine Fackel in die Hand nehmen, oder? Wie war das? Wir rüsten aus, oder wie? Aber. Wenn jeder eine Fackel in der Hand hat. Ich meine, er könnte einen in die Hand nehmen. Und dann können die keine Schilder mehr tragen. Und Zweihand, die können auch nichts. Naja, hoffe mal der Tipp, mit dem jeder soll das Tragen hilft. Gut. Gehen wir rein und erkunden. Und erkunden. So, hier finden wir schon mal nichts. Also los, weiter geht's. Hier gibt's schlichtes Schloss. Bewenden? Nö, können wir nicht. Toll. Dann gehen wir mal da lang. Einmal nach rechts. Aha. Untersuchen. Die Statue stellt einen Mann namens Dagan dar. Irgendwas an seiner Körperhaltung weckt in euch einen Wunsch, an Gesang, im Gesang auszubrechen. Neuer Beruf, Barde. Jetzt brauche ich einen Baden wahrscheinlich, oder? Ist auch noch los hier. Wer könnte denn jetzt den Baden mimen? Oh je. Sie vielleicht? Ein eher Gelehrter. Auch kurz davor. Ich glaube, sie macht jetzt mal die Bardin. Bardin. Dann bist du jetzt halt mal die Bardin und verlierst alles. Dann sing mal. Versetzt, oder? Sehr versetzt.
Ja, die Darbietung ließ zu wünschen übrig. Allerdings, machen wir gleich nochmal, oder? Gottes Willen. Okay, jetzt haben wir es wenigstens geschafft. Und jetzt scheint etwas ausgelöst zu haben. Okay, was haben wir denn ausgelöst? Ihr habt Fragment kostbaren Gegenstand erhalten. Okay, gut. Haben wir erhalten. Was ist das hier? Hier ist was drin. Okay. So ein komisches Zeichen hier. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das zeichne ich mir jetzt einfach mal nebenher auf. Das war rechts. Okay, was haben wir hier sonst noch? Sonst haben wir hier nichts mehr. Gut, gehen wir mal zurück. Und gehen mal hier lang. Steine in allen Größen liegen in diesem Gang verstreut. Sie scheinen sich von einer in der Dunkelheit verborgenen Decke gelöst zu haben. Soll ich laufen oder vorsichtig? Wir gehen mal vorsichtig, oder? Drei Licht verwenden. Okay, wir schaffen es zur anderen Seite. Oh, da ist was. Dann untersuchen wir das hier. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Jetzt mal das hier muss in die Mitte. Gut, haben wir auch geschafft. Ich habe ein bisschen vorgespult. So muss das Ding ja nachher aussehen. Den Rest könnte er selber rausfinden. Okay, da haben wir so ein komisches Doppel-A, oder? Ja, auf der linken Seite. Und da sind wir nach links gegangen. Und jetzt müssen wir noch zurück. Und hier gibt es sonst nichts außer ein Netz. Dann gehen wir hier noch lang. Ihr spürt einen warmen Hauch hinter eurer Schulter. Wir müssen kämpfen gegen Kreaturen der Gräber, Kriecher, na gut, und Nacktmulz. Na toll, jetzt sind sie auch noch müde. Ja, gut. Das wird wohl nichts, also müde. Gut, wir müssen irgendwie schauen, dass wir ein Licht kriegen erstmal, ne? Das ist schon mal gut. Da ist was. Da können wir mir ein bisschen Licht machen, wird aber nichts bringen. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir am besten uns ein bisschen so positionieren, dass uns... Ja, hier ist komplett offen. Da wäre wahrscheinlich hier hinten besser oder hier. Aber hier ist auch offen. Außer wir können hier hinten ins Grab. Da können wir auch mehr positionieren. Dann würde ich doch sagen, wir gehen hier ein bisschen hin und stellen die ein bisschen so, dass die Fackelträger ein bisschen außerhalb sind. Ja. So vielleicht. Da haben wir auch einen Fackelträger. Hier hätten wir halt jetzt keinen. Na gut, probieren wir es so. Probieren wir es so, wir wissen aber nicht wohin. Wir könnten ihn ja dann erstmal hier hinlaufen lassen. Hier rum. Dann aber herrlich. Direkt neben uns. Na gut. Na gut. Dann gehen wir gleich. Guck an.
dem hier auch noch schlagen? Okay, damit brennt das schon mal. Aber das ist noch nicht mal so schlecht. Oh, der ist aber aua. Der ist aber hart hier. Kannst du dich mal hierhin bewegen? Schön, wenn er nämlich brennt. Denke ich mal, ist gut. So. Die kommen da aus der Dunkelheit. Das ist ja gemein. So, da weiß ich nicht, wer da kommt. Na, der kommt wahrscheinlich wieder irgendwo her. Gut, also er muss da auf jeden Fall mal weg. Aus der Dunkelheit weg. Zwei. Okay, ich verstehe. Sonst den sehen wir noch nicht. Den sehen wir auch noch nicht. Da sind noch zwei von denen unterwegs. Okay. Gut, die zwei brennen. Dann stellen wir uns hinter die. So. Na, da ist auch noch einer. Guck an. Okay, wer? Der ist noch nicht da. Der ist auch noch nicht da. Und mal mit der Fackel noch zuschlagen. Ah ja, da ist er. Guck an. Da ist zumindest mal einer. Was er kann, können wir nämlich auch. Und da ist noch einer. Okay. Das ist er umzingelt. Gut, jetzt müssen eigentlich jetzt hoffentlich alle sein. Jetzt kommt er als nächstes. Das heißt, den werden wir jetzt erstmal umbringen. Und dann kommt er dahinter. Da werden wir aber nicht hinkommen. Aus dem Grund gehen wir jetzt hier hin. Und helfen ihm hier zumindest. Und dann muss er sich hier irgendwie befreien. Oder er macht das. Und wird ihm erstmal helfen. Und dann brennen wir ihn doch gleich mal ab. Ah, das wird ihn auch zum Brennen bringen. Wenn nicht so gut. Na gut, dann warten wir lieber mal ab. So. Wer kommt als nächstes? Der da. Okay. Ja, dann gehen wir hier hin. Und holen ihn erstmal aus dem Kampf raus. Ja, oder auch nicht. Also wieder im Kampf drin. Okay, er ist dran. Gut, dann zeigt dem Kleinen nochmal, was Gift ist. Brenn ihn ab. So, mal hier oben wahrscheinlich, ne? Nicht gereicht. Bei irgendjemand von den beiden können wir jetzt wahrscheinlich töten. Hoffe ich doch, jawohl.
So. Kommt er dran? Wieder mal ihn und ihn, aber. Das würde nichts bringen, weil jetzt steht sie natürlich zu nah an ihm dran. Und wenn wir noch provozieren. Ja gut. Nehmen wir mal den Kauf. Jetzt brennen die natürlich auch alle. So, Maria macht den erstmal kalt. Und dann eilen wir mal zur Hilfe. Und hoffen, dass wir da noch irgendwie zur Hilfe kommen können. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So, eine neue Runde. Peter sieht gar nicht gut aus. Der nackte Mull macht mir eher Sorgen. Jetzt gehen wir mit ihr mal da raus aus dem Getümmel. Und der Nacktmull, aber ich glaube, nee, das ist nicht so gut. Er sollte erstmal, glaube ich, ihn retten. Dann laufen wir erstmal hier hin. Retten ihn. Und dann gucken wir mal, denn ist er hier oben dran. Okay, nee, den bringen wir jetzt um einfach. Zack. Und dann gehen wir hier hin und treten den nochmal. So. Ziehen Sie zurück. Ja, dann lassen wir sie zurückziehen. Wäre nur noch ein Nacktmull gewesen, aber den lassen wir mal umliegen. So, Johann ist aufgestiegen. Sehr schön. Er wird auch mal ein bisschen stärker hier. Und hier haben wir nochmal ein Zeichen. So, Dreieck. Also das war eines da links. Denn hier Mitte haben wir so ein Dreieck. So, sonst haben wir ja nichts. Hier war ein schöner Kampf und hier haben wir nichts, oder wie? Gar nichts. Oh, hier untersuchen, guck an. Können wir hier irgendwas machen? Ah. Aha. Ich habe eine Rune entdeckt. Okay. Eine Rune haben wir entdeckt. Okay. Müssen wir jetzt nochmal drüber untersuchen. Noch durch die kleine Lücke zwischen den Trümmern schlüpfen, die den Weg versperren. Engfleiß gerät Panik und verletzt sich. Ah, toll. Jetzt habe ich kein Leben. Maria war das, ne? Nee, nicht Maria, sondern Anna. Anna war eigentlich unsere Diebin. Ich glaube, die lassen wir jetzt das auch machen. Ah, sollen wir die das machen? Ja, ich glaube, die macht jetzt mal die Diebin. Völlig egal. Weiß ja nicht, was der Bade soll ja nicht so geil sein. Natürlich ermüdet. Ermüdet hier im Grab rumzurennen. Kann ich eigentlich im Grab Pause machen? Okay, haben wir auch. Oh, hier liegt nochmal einer. Guck an, einen Schlüssel haben wir hier. Okay, und Fackeln. Fackeln und Schlüssel. Da
haben wir auch noch was. Was ist das? Meisel. Gut, dann schauen wir mal. Hier haben wir einen liegen gehabt. Hier haben wir eine Truhe. Hier haben wir ein Grab. Hier haben wir aber sonst nichts mehr. Na gut, dann erkunden wir weiter, würde ich sagen. Die Tür ist verriegelt. Aha. Ja, das ist ja schön, wenn die verriegelt ist. Das heißt, ich muss wieder zurück. Kann das hier untersuchen. Hier kann ich aber nichts machen. Da ist ein blöder Bade. Okay. Passiert hier irgendwas, wenn ich hier was drüber habe? Nee. Okay. Müssen wir wahrscheinlich zu dieser Truhe zurück, oder? Nee, hier waren wir ja. Rein. Wo ist die Truhe? Hier. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wie geht's weiter? Man weiß es nicht. Kühn bin ich. Na toll. Ich bin kühn und bin ein Schlossknacker. Vielleicht muss ich da wieder am Baden einsetzen. Die Tür ist verriegelt. Ja, das habe ich verstanden. Oder muss ich da irgendwelche... irgendwas mit diesen komischen Runen machen, oder? Kann ich hier... ist hier irgendwas? Hier oben vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Nein. Ne, das ist ja bloß ein Bildchen, ne? Dann würde ich sagen, ach, hier ist, guck mal, mein Gott, das kann man auch voll gut sehen. Da ist was, Mensch. Das muss der Gelehrte natürlich tun. Also, jetzt ist die Frage, welches gehört zu welchem? Ich schätze mal, also wir hatten hier, okay, alles klar. Das erste war rechts, aber war das? Das war das da, blau. Ah, die Farben. Wie weiß ich die Farben jetzt noch? Das war es auf jeden Fall nicht, das war es auch nicht. Das könnte es gewesen sein. Ach, wie blöd, jetzt weiß ich. Also hätte ich mir die Farben aufschreiben sollen. Und... nee. Ja, vielleicht ist es die falsche Kombination. Was ist das hier? Ist das, was ich noch habe an Fackeln? Oh, wieso ist denn der jetzt verletzt? Oh, nö. Echt jetzt? Okay, los, wir schauen nochmal ganz schnell. Also hier ist rot. Genau, das ist rot. Das hier war... blau oder grün oder was ist das? grün blau, was auch immer. Okay, gehen wir noch mal hin, wir müssen irgendwie ihn noch mal heilen in dem Fall. Torus, Mensch, Torus ist Gelehrter aktuell, Heilmittel des Lehrlings. Okay, gut, das hat geholfen. Nein, nicht da. Hierhin wollen wir. So, jetzt bitte nochmal. Also, blau. Doch gar nicht. Nicht doof. Nee, das war's nicht. Das ist auch nicht. Was soll denn das hier sein, oder wie? Stehe ich nicht.
Rot. Die falsche Kombination. Check's jetzt gerade nicht. Da ist auch noch was, aber das ist was anderes gewesen. Das ist rot. Gut, das kann auch andersrum sein, ne? Und dann hatten wir gelb. Wo ist das jetzt? Hier, blau. Blau. Dieses komische Zeichen. Und das andere? Ist da oder war hier noch was anderes? Hier. Da. Gelb. Guck an. Gelb. Ach, da muss man ja genau hinschauen. Das ist was ganz anderes. Aha, okay, das habe ich noch nicht verstanden. Da muss ich meinen Gelehrten denn loslassen drauf. Also, dann kriegst du nochmal Heilung. Und dann geh mal hier durch. Nein, ach, muss erst die Kombi eingeben, Mensch. Ja, natürlich, er, wer denn sonst? Kann ja kein anderer machen, ne? Ich hab mich doch schon gewundert, dass es komplett falsches Zeichen ist hier. Gelb war in dem Fall dieses hier und das ist rot. Juhu, die Tür hat sich geöffnet. Gehen wir durch. Die Atmosphäre ist angespannt, eure Gefährten spüren, dass sie beobachtet werden. Ein Gefäß zerschellt auf dem Boden. Aus der Dunkelheit stürzen Kreaturen hervor. Wieder kämpfen. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Weil die sind ja auch noch müde, ne? So, ich glaube, da ist ganz gut, wenn wir uns da ein bisschen hier verschanzen. Die Fackelträger hier vornehmen. Wo ist denn Peter? Wieso ist denn der so weit da hinten? Da ist noch eine Fackel. Hier ist eine Fackel. Ah, so vielleicht. Und hier hinten hätte ich auch noch gern einen. Aber dann werde ich den jetzt mal ganz gnadenlos hier hinstellen. Ah, vielleicht hätte ich doch noch mal schlafen sollen. Oh je, oh je, oh je. Okay. Hier sieht man halt auch gar nichts, ne, wo die sein könnten. Okay, was mache ich jetzt mit ihr oder ihm? Oder wer rennt zu der Fackel? Aha. Verdammt. Okay, so wenigstens das. Okay, das ist auch nicht so schlecht. Der kommt schon mal aus der Dunkelheit. Dann laufe ich mit ihm mal hier hin. Aha. Aha. Machen wir Position. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und laufen zurück zur Fackel. Da haben wir schon den nächsten. Kann ich da nicht? Kann ich das nicht aufheben? Warum kann ich das nicht aufheben? Verdammt. Na gut. Doch, hier. So, dann brennt der wenigstens auch schon mal. Gut. Der ist sogar dran. Gut, dann haben wir hier noch, hier noch ein und nochmal ein, oder? Okay.
Jetzt müssen wir irgendwie die mal hier rauskriegen. Das ist super gefährlich, was ich hier mache. Okay, kann wahrscheinlich niemanden treffen. Aha. Okay, alles klar. Das ist natürlich jetzt auch ärgerlich. Dann würde ich erstmal ihn hier nehmen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir uns schützen. Und dass wir zu dieser Fackel kommen. Gut, dass die Fackelträger angreifen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt haben wir dann auch nochmal einen Nacktmull. Hier hin. So. Okay, sauer. Jetzt nochmal ein. Okay. Einer fehlt dann noch. Da fehlen noch zwei sogar. Okay, wen hat man noch? Peter hätten wir noch. Peter. Blutung können wir auch mal machen. Bleiben wir gerade hier. Treffen wir nochmal ein. Okay. Dann, ja. Okay, das war gemein. Gemein. Kommt der hier um die Ecke? Wen haben wir noch? Ihn haben wir noch. Aber er kann jetzt natürlich keinen Rundumschlag machen, aber er könnte ihn wenigstens abfangen. Um nicht unbedingt meinen eigenen. Ah, die sind alle bei Maria. Ich muss Maria retten. Wer ist denn überhaupt dran? Ah, okay. Ja, müsste. Bleib mal so. Was? Ach du Schande. Okay, Mull. Da unten. Okay. Das ist doch schon mal was. Dann gehen wir ein bisschen hoch und retten uns. Schön, dass es Blut mitnimmt. Ich auch noch Frechheit. So, jetzt kommt der da oben. Und dann bringen wir den hier noch ab. Und dann passt das. Gut. So. Okay, dann bleibe ich da stehen oder gehe ich nicht hier hin? Wer kommt denn dran? Wahrscheinlich der untere, ne? Ja, da wird wahrscheinlich ankommen. Gut, ja, so schlecht ist es gar nicht. So schlecht läuft es gar nicht. Obwohl meine Leute total übermüdet sind. Und der da oben wäre dran. Okay, das kriegt er noch hin. Okay. Und dann geht es hier runter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Nee, das wollen wir nicht.
So, jetzt wollen wir aber hier hin. Muss ich Fackel schnappen. Den schmeißen, dann leuchtet er nämlich wie ein Weihnachtsbaum. Ziemlich voll Kloppe. Ich könnte ihn sogar. Was soll ich damit? Komisches Vieh. Ob die von da schießen kann. Ja. Okay. Klar, lassen wir den anderen Nacktmull rennen. Weil wir sehen schon nicht mehr so fit aus. Okay, jetzt müssen wir genau gucken, was es hier so gibt. Da ist das Grab wahrscheinlich. Da ist Umkehren. Da leuchtet was, aber das ist nichts. Das ist bloß das Grab hier, oder? Wir müssen das aufklopfen. Das ist immer eine leichteste Übung. Oh, ich krieg Sandstein. Okay. Wir haben die Ruinen erkundet. Wir haben es geschafft. Schatz der Ahnen. Alles mitnehmen. Oh mein Gott. Ist da sonst nichts mehr? Wir haben es geschafft. Raus hier. Raus hier. Da lang geht's. Da lang geht's. Da lang geht's. Da lang geht's. Juhu, wir sind draußen. To be scholars exploring the tomb, are we mercenaries? Steal yourselves. People often go missing in there. Lesepult, okay, alles klar. Jetzt kriegen erstmal unsere Leute wieder ihre Rüstung, ihre Schilde. 16, 24, 14. Ja, komm, dann kriegt der das hier. Georg. Georg. Das hier. Maria. Das hier wieder. Werkzeug, talentierte Bilder und Spuren. Etlichen hat die Chance, beim Bergbau Sandstein zu bekommen. Das ist sie, ist unsere Bergbauarbeiterin. Halt Berufserfahrung. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Dann kriegt sie das hier. Oder ist irgendwie rein? Nö. Das Emblem, das kriegt in dem Fall er. Was haben wir sonst noch hier mitnehmen können? Sonst nichts. Keine krasse Waffe. Nur diese zwei Kodexe, die müssen wir dann noch entschlüsseln. Na, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zurück zur Stadt als nächstes und heilen uns erstmal ordentlich. Wie viele Wissenspunkte haben wir denn? Nicht entdeckte ausblenden, genau, das können wir eigentlich mal machen. Vielleicht um von jedem Rattennest erhalten, bestverseuchte Wucher um 1 erhöht. Zehn zusätzliche Rüstung habe ich auch, und das verstehe ich auch noch nicht ganz. Aber gut. Nö, machen wir erstmal nichts. Wir verlassen den Schuppen erstmal. Fleiß ist aufgestiegen, das ist schön. Hilft zwar nicht viel, weil das hier brauchen wir. Und wir sind auf jeden Fall müde und sollen schlafen. Dann würde ich sagen, wir haben das Grab erkundet. War hart, aber wir haben es geschafft. Und als nächstes machen wir erstmal eine Pause. Hier müssen wir irgendwie, können wir irgendwie runter. Ich dachte eigentlich, das geht hier durchs Grab. Aber geht es gar nicht. Hier muss es doch irgendwie runtergehen, oder? Oh nein, Tiere. Oh nein. Ah, okay, wir sollten Pause machen. Gut. Dann. Der ist am Altar. So. Schatz der Ahnen. Gelehrte konnte es restaurieren. Ja, das soll der machen. Kodex verwalten. Kodex verwalten. Ich habe keine Ahnung, ist das das? Ist das richtig? Na, ich glaube, wir werden erstmal das hier machen. Im Kodex weiß ich gerade gar nicht, was das zu bedeuten hat. Der Hals abschneiden.
ist ja unser Alchemist. Der darf mal hier ein bisschen Essen machen. Und sonst haben wir nichts mehr. Pflanzliche Kampfstoff. Das haben wir noch nicht. Schüsse wurden von einem Meisterhandwerker gefertigt. Mal gucken, was das uns, was das ergibt. Präzisionsangriffe um 10% erhöht. Was ist das denn für unsere Anna? Was ist das hier? Schaden erhöht. Das ist wahrscheinlich besser für sie. Und sonst noch was, was wir verteilen können? Nein. Und das hier. Von hinten. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Von hinten kommt der selten. Das ist dann eher Friedrich, der von hinten kommt. So. Und der Rest. Ja, werden wir nächstes Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir waren im Grab und tschüss.